Hallo, ich bin Steven Sommerfeld. Ich darf Ihnen heute zeigen, wie Sie die Solexa-Beschattungssteuerung in Betrieb nehmen können. Wichtig dabei zu beachten, dieser Vorgang darf nur durch eine Elektrofachkraft getätigt werden. Durch elektrische Spannung besteht Lebensgefahr. Die Wetterstation ist bereits verkabelt, im Bedienteil sind Batterien eingelegt und im Display wird Error und das Funksymbol angezeigt. Es ist bei der Solexa zu beachten, dass das Menü eine feste Abfolge hat. Das heißt, soll nachträglich auch nur ein kleiner Menüpunkt geändert werden, muss das gesamte Menü durchlaufen werden. Um die Funkverbindung herzustellen, drücken wir zuerst 3 Sekunden die Set-Taste. Jetzt befinden wir uns in den Automatikeinstellungen. Anschließend wird nochmals die Set-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Hier schalten wir mit der Handautomatik-Taste auf Lea um. Dies wird mit der Set-Taste bestätigt. Im Bedienteil fängt die Antenne an zu blinken. Das Bedienteil befindet sich nun in Lernbereitschaft. Anschließend wird in der Wetterstation die Programmiertaste gedrückt oder die Spannungsversorgung einmal aus- und wieder eingeschaltet. Die Funkverbindung wird dann automatisch hergestellt. Nun kann die Drehrichtung des Motors überprüft werden. Dazu wird die Beschattung ein wenig ausgefahren. Anschließend drücken wir die Pfeil-nach-unten-Taste und beobachten die Beschattung. Fährt die Beschattung mit der Pfeil-nach-unten-Taste aus, so bestätigen wir die Anzeige Open Up mit der Set-Taste. Fährt die Beschattung mit der Pfeil-nach-unten-Taste wieder ein, so ändern wir die Anzeige mit der Handautomatik-Taste auf Open Down und bestätigen dies mit der Set-Taste. Anschließend kann die Fahrtrichtung des Motors überprüft werden. Fährt Ihre Beschattung von unten nach oben aus, so wählen wir dieses Symbol aus und bestätigen dies mit der Set-Taste. Fährt Ihre Beschattung von oben nach unten aus, so ändern wir dies mit der Handautomatik-Taste und wählen dieses Symbol aus und bestätigen dies mit der Set-Taste. Soll Ihre Solexa als Einzelsteuerung verwendet werden, so wählen wir hier mit der Handautomatik-Taste Off und bestätigen dies mit der Set-Taste. Sollte Ihre Solexa als Zentrale für weitere Motorsteuergeräte verwendet werden, so sollte bei aktivem Wind- und Regenalarm der Einfahrbefehl andauernd anliegen. Dazu wählen wir die Anzeige On mit der Handautomatik-Taste und bestätigen diese mit der Set-Taste. Soll Ihre Solexa als Einzelsteuerung verwendet werden, wählen wir hier die Anzeige Off und bestätigen dies mit der Set-Taste. Soll die Solexa als Zentrale für das System XS verwendet werden, wählen wir hier die Anzeige On und bestätigen diese mit der Set-Taste. Anschließend kann eine Beschattungsposition eingelernt werden. Soll keine Beschattungsposition eingelernt werden, überspringen wir den Punkt mit der Set-Taste. Wollen Sie eine Beschattungsposition einlernen, ändern wir den Punkt mit der Handautomatik-Taste auf Leer und bestätigen dieses mit Set. Anschließend wird die Beschattung ganz nach oben gefahren. Ist die oberste Position erreicht, bestätigen wir diese mit der Set-Taste. Nun kann die Wunschposition angefahren werden. Ist diese Position erreicht, wird diese wieder mit der Set-Taste bestätigt. Nun kann eine Reversierung eingespeichert werden. Bei Markisen oder Jalousien, bei denen die Lamellen nicht reversieren sollen, kann dieser Punkt mit Set übersprungen werden. Wollen Sie eine Reversierung der Lamellen haben, fahren Sie diese Lamellen in diese Position und bestätigen Sie diese dann mit der Set-Taste. Anschließend können alle Einstellungen gespeichert werden. Dazu betätigen wir einmal die Set-Taste. Nun ist die Solexa in Betrieb genommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Alle wichtigen Informationen sowie die Bedienungsanleitung zu dem Gerät finden Sie auf unserer Website.